Willkommen zum Sporttalk bei den Salzburger Nachrichten. Am Dienstag steigt ja das große Match in der Champions League um 18.55 Uhr in Salzburg. Red Bull Salzburg gegen den FC Liverpool. Es geht hier um sehr, sehr viel und darum freue ich mich besonders, dass wir heute den Sportdirektor von FC Salzburg begrüßen dürfen, Christoph Freund. Willkommen bei den SN. Sehr gerne. Schön, hier zu sein. In wenigen Tagen steigt das Spiel der Spiele für uns, für die ganze Region, kann man sagen. Was dominiert jetzt bei Ihnen, die Anspannung oder die Vorfreude? Na, ganz klar die Vorfreude. Ich glaube, durch die Leistungen der letzten Monate haben wir uns das Spiel jetzt einfach verdient. Und jetzt durch diese Ausgangssituation mit dieser Konstellation natürlich nochmal spezieller. Also wirklich ein absolutes Highlight in unserer Clubgeschichte, auf das wir uns wirklich freuen. Und ja, das Stadion wird wirklich brennen und es wird wirklich ein großer Fußballabend werden für den Salzburger Fußball auf einer großen Bühne. Auf der größten überhaupt, die es gibt in der Champions League. Spüren Sie schon unter den Spielern ein bisschen was, wie es kribbelt? Natürlich steht noch das Ligaspiel an gegen Tirol am Wochenende, aber kribbelt es da schon? Ja, sicher kribbelt es. Also es wird natürlich auch drüber gesprochen. Es ist ja einfach eine besondere Zeit, ein besonderes Spiel, wird man nicht so oft miterleben, auch für die Spieler ganz was Besonderes, für den ganzen Verein. Aber wie schon gesagt, am Samstag ist noch ein wichtiges Spiel vorher gegen Wattens, wo wir wieder 3 Punkte einfahren wollen, nach 2 Unentschieden unbedingt in der Bundesliga. Und ja, aber natürlich freut sich schon jeder auf den Dienstag, weil es einfach ja, ein spezieller Abend werden wird. Die Mitarbeiter, die Fans und viele erwarten und schätzen die Situation so ein, dass man sogar gegen Liverpool gewinnen kann. Das wäre dann ein Weiterkommen in der Champions League, quasi ins Achtelfinale. Ist das nicht irgendwie vermessen zu sagen, wir können weiterkommen gegen den Titelverteidiger? Ja, wir wissen schon, gegen wen wir da spielen. Vielleicht die beste Clubmannschaft der Welt derzeit, wenn man sieht, auch in der Premier League sind sie ganz, ganz weit vorne, sehr, sehr konstant, unglaublich gute individuelle Qualität und mit Jürgen Klopp einen der besten Trainer der Welt. Aber im Fußball ist alles möglich. Wir haben in Liverpool 4-3 verloren, knapp nach einem spektakulären Spiel. Und jetzt ist die Ausgangsposition so wie in einem Rückspiel. Eigentlich 4-3 das erste Spiel verloren. Und wir wissen schon auch, dass wir in Salzburg jeden Gegner wehtun können und unangenehm sein werden auch, da bin ich überzeugt. Und wenn der Spielverlauf dazu passt und ein bisschen Glück auch dazu kommt, dann bin ich überzeugt, dass sogar die Sensation möglich ist, obwohl wir wissen, dass wir Außenseiter sind. Und das Schöne daran ist einfach, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir haben die Europa League schon erreicht fürs Frühjahr und alles, was jetzt draufkommt, ist Bonus. Und es wäre natürlich ein absolutes Highlight, wenn wir das wirklich schaffen könnten. Aber wenn wir nicht daran glauben würden und nicht uns so vorbereiten würden, dann bräuchte man gar nicht antreten. Also das Ziel ist einfach, so reinzugehen und alles zu versuchen, dass wir das wirklich schaffen können. Und die Journalisten wollen ja dann immer gerne wissen, wie schätzen Sie die Aufstiegschancen in Prozent ein? Das ist für uns immer so wichtig. Was würden Sie sagen? Ja, ist immer schwierig. Ich bin eigentlich keiner, der gerne Ergebnisse tippt oder in Prozenten was angibt, weil es gehört viel dazu, es ist so ein komplexes Spiel. Ich sage einfach, wenn wir unser Spiel am Platz bringen und auch ein bisschen Spielglück haben, dann schließe ich es eben nicht aus, dass wir auch die Sensation schaffen können. Aber Salzburg, da müssten Sie ja seit Wochen als Grinser, mit einem Grinser herumlaufen, ist eigentlich der große Gewinner. Man ist schon fix in der Europa League, man hat eigentlich relativ wenig zu verlieren. Natürlich will man Liverpool ausschalten. Und dazu hat man noch sehr, sehr viel Geld in der Champions League verdient. Macht das ganze Paket natürlich noch schöner. Ja, es ist eine super Zeit gerade für den Verein, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich, wie auch die Stimmung im ganzen Verein. Also wir grinsen sehr, sehr viel, wir lachen viel, wir haben Spaß an der Arbeit, sowohl die Spieler als auch die Mitarbeiter. Also natürlich, wenn man so erfolgreich ist, dann macht das Ganze noch mehr Spaß. Und ja, wir genießen die Zeit schon sehr. Und ich sage ja immer den Mitarbeitern, auch den Spielern, wir sollen es jetzt aufsaugen, weil es kommt nicht jedes Jahr so eine Zeit und von dieser Zeit soll man dann einmal zehren, auch ein bisschen, wenn es wieder ein bisschen schwieriger wird. Es werden auch wieder schwierigere Zeiten kommen, aber aktuell ist es einfach wirklich grandios, was rund um den Verein abläuft und auch was wir auf den Platz bringen derzeit. Und vor allen Dingen, wir haben es zusammengerechnet, 30 bis 40 Millionen Euro schauen ja da raus. Was machen Sie mit dem ganzen Geld? Ja, werden wir hoffentlich wieder ganz gut investieren in richtig gute, junge, neue Talente. Das Rad rennt ja immer weiter, wenn man sieht, vor 4-5 Monaten, welche Spieler weggegangen sind, welche Jungs nachgekommen sind und wie sie die schon wieder entwickelt haben. Ja, da werden wieder Sachen passieren. Wir wollen einfach gesund wirtschaften und auch eine gewisse Basis schaffen,
wenn es einmal ein Jahr gibt, wo nicht so große Einnahmen kommen sollten, es wird auch mal passieren, aber dass wir einfach richtig auf gesunden Füßen stehen und dafür können wir jetzt eine gute Basis schaffen. Aber diese Voraussetzung ist eigentlich gut für andere Vereine in der ganzen Welt, die dann schauen, dass sie vielleicht nach Salzburg kommen, weil die Basis, die Voraussetzungen gut sind, um sich hier weiterzuentwickeln. Da könnten ja einige Rohdiamanten hierher kommen. Ja, das haben wir geschafft die letzten Jahre, dass wir wirklich richtig gute Jungs zu uns geholt haben, da immer wieder, und die auch den nächsten Schritt gegangen sind. Also jetzt spielen ja auch zwei Jungs, die bei uns waren, beim FC Liverpool, beim Champions League-Sieger. Wir haben uns einen richtig guten Namen geschaffen in den letzten Jahren für junge Talente in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die uns auch gelungen ist, dass wir wirklich bei Beratern, bei Eltern, bei jungen Spielern wirklich einen guten Namen haben für einen ersten großen Schritt in ihrer Karriere. Aber natürlich der Begriff Rohdiamant, den ich genannt habe, war natürlich ein sanfter Übergang zu dem Rohdiamanten, den man jetzt hat, Erling Haaland. Er ist in aller Munde, er wird überall hin transferiert. Jetzt haben Sie die große Chance zu sagen, hier im SN-Talk, ist er noch da im Frühjahr, wird er noch da bleiben, ist er über den Winter zu verkaufen, was wird sich da tun? Ja, beim Erling passieren natürlich schon viele Sachen rundherum, was man die letzten 2-3 Monate immer gelesen hat. Weiß nicht, wo er schon überall war. Ich glaube, jeder Name wurde schon mal genannt von den großen Vereinen in Europa für 100 Millionen. Ich weiß nicht, was ich schon alles gelesen habe. Schon ein bisschen verrückt, das Ganze. Wir müssen einfach die Kirche im Dorf lassen. Es ist eine unglaubliche Entwicklung und er ist ein spektakulärer Spieler. Das Gesamtpaket ist einfach außergewöhnlich und wir sind extrem happy, dass er bei uns ist. Ich glaube auch, es ist eine perfekte Plattform gerade oder der perfekte Verein für ihn gerade, und ja, der Plan ist ganz klar, dass wir mit ihm auch ins Frühjahr gehen. Aber ich habe schon ich bin schon länger dabei auch im Fußball. Man kann nie 100% was ausschließen, aber ich gehe davon aus, dass der Erling auch im Frühjahr noch bei uns ist und wichtige Ziele mit uns im Frühjahr noch erreichen kann. Aber im Juni 2020 ist wahrscheinlich nicht zu halten. Das ist wahrscheinlich kein großer Prophet. Das wird nicht. Ja, wenn er sich so weiterentwickelt und so weiter trifft, dann glaube ich, ist einfach vielleicht dann bereit für den nächsten Schritt. Aber man weiß nie, jetzt ist es so schnell gegangen, die letzten Monate nach oben. Er hat trotzdem jetzt auch immer wieder kleinere Verletzungen gehabt, krank gewesen. Also es prasselt auch viel auf ihn ein. Er soll einfach schauen, dass er sich auf den Fußball konzentriert, fokussiert bleibt. Und es ist nicht immer so einfach, wenn so viel rundherum passiert. Und ja, und wer weiß, bei so einem jungen Spieler kann auch mal passieren, dass er mal 2-3 Monate aber nicht so eine gute Phase hat. Also es geht nicht immer nur bergauf. Werden wir sehen, was alles passiert. Aber wenn es so dahin geht, dann wird er nicht ewig in Salzburg spielen. Ne? Hand aufs Herz, wie Sie ihn vor einem Jahr verpflichtet haben, haben Sie da gedacht, dass er so eine Entwicklung machen wird, dass er so in den Blickpunkt der Fußballwelt geraten wird? Ganz ehrlich, dass er so explodiert und dass das so schnell geht und dass er nach 5 Champions League-Runden 8 Tore erzielt, das habe ich auch nicht gedacht. Das kann man auch nicht planen. Da ist einfach vieles zusammengekommen, optimaler Start, auch die Spielphilosophie, der Trainer, das passt einfach alles richtig gut zusammen, auch von dem profitiert er. Wenn wir das gewusst hätten, wahrscheinlich hätten damals dann andere Vereine auch schon mehr Geld für ihn geboten und er wäre gar nicht nach Salzburg gekommen. Aber bei einem Spieler geht es einmal schneller, beim anderen dauert es ein bisschen länger. Aber es ist schön, wenn so einmal was passiert. Das ist schon was ganz Außergewöhnliches für den österreichischen Fußball, glaube ich. Ja. Wenn wir zurückdenken und zurückschauen, früher hat es geheißen, Red Bull Salzburg ist ein Plastikverein, wird nie den großen Fan, die große Fanbasis haben. Jetzt hätte man das Stadion dreimal verkaufen können, 100.000 Anfragen. Früher hat man vor 3.000, 4.000 Zuschauern gespielt und jetzt dieser Hype, auch in ganz Österreich, ist die Fanbasis größer geworden. Erfüllt sich das ein bisschen mit Genugtuung? Ja, Genugtuung, ich glaube, es ist eine Bestätigung unserer Arbeit einfach, weil wir die letzten Jahre unser Konzept wirklich durchgezogen haben, konsequent geblieben sind auf unserem Weg. War nicht immer so einfach. Auch da waren dann Entscheidungen, die vielleicht im ersten Moment schon kritisch betrachtet wurden von außen. Aber wir waren immer überzeugt, für unseren Weg als Verein ist das Richtige. Ja, und wir wollen einfach angreifbar sein. Wir wollen Jungs, die Fußball mit Herz spielen. Ich glaube, das merken die Leute auch, wenn man mal ein Spiel vielleicht nicht gewinnt. Aber sie geben immer richtig Gas, sie geben immer 100%, spielen attraktiven Fußball. Ich glaube, das wollen die Leute sehen. Fußball soll ja unterhalten, soll Emotionen hervorrufen. Und das gelingt uns gerade. Und das ist eines der schönsten Sachen neben allen anderen Erfolgen, die was wir gerade erreicht haben. Dass eine gute Stimmung ist, dass wirklich das Stadion teilweise brennt und viele Emotionen im Spiel sind. Weil das ist Fußball und das freut mich eigentlich am meisten. Sie planen ja und Sie gelten als Planer, der sehr gewissenhaft alles vorausplant. Haben Sie da schon einen Masterplan eigentlich für Red Bull Salzburg? Wo wird der Verein in 5, in 10 Jahren stehen? Vorausgesetzt, Sie sind auch noch da. Sie sind wahrscheinlich auch schon ein begehrter Mann. Masterplan. Natürlich planen wir voraus und wollen
vorausschauen, richtige Entscheidungen treffen. Wir haben jetzt ein sehr, sehr hohes Level erreicht die letzten Jahre und ich glaube, so ein Level dann zu bestätigen und das immer wieder zu bestätigen, auch national wie international die Erfolge zu bestätigen, die Herausforderungen werden dann einfach noch größer, glaube ich, weil etwas zu erreichen ist sehr, sehr schön, aber das immer wieder dann zu bestätigen ist noch schwieriger und darum ist es ein großes Ziel einfach von uns, dieses Level, dieses Niveau zu halten und das wird eine große Challenge die nächsten Jahre, aber es macht große Freude und wir wissen, dass wir den Weg so weitergehen werden und wir werden aber auch mal sicher einige kleinere Dellen auch wieder mal erleben, aber wir sind, glaube ich, gut jetzt aufgestellt und mir ist nicht bange um die Zukunft, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Und wo ist dann das Ende der Fahnenstange? Man darf ja ein bisschen träumen, ist das vielleicht einmal Champions League Finale? Nein, ich glaube, das ist nicht unbedingt realistisch, man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Allein die letzten 3 Jahre, wenn wir 2017 haben wir die Youth Champions League gewonnen, 2018 Halbfinale, Europa League, da nur ganz knapp das Finale verpasst, jetzt so eine spektakuläre Champions League Gruppenphase. Also wenn wir es weiterhin auf diesem Level und so einpendeln könnten, wäre das schon grandios, glaube ich. Und schauen wir mal. Man muss immer von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr planen. Also wir lassen schon die Kirche im Dorf. Aber gleichzeitig ist ja recht interessant, in der Bundesliga, in der heimischen Liga, tut man sich gar nicht so leicht. Der LASK ist immer noch auf den Fersen. Man könnte jetzt ja theoretisch sagen, für den österreichischen Fußball wäre es gar nicht so schlecht, wenn einmal ein anderer österreichischer Meister werden würde. Aber dagegen werden Sie wahrscheinlich was haben. Ja, ich denke nur für Salzburg. Und für Salzburg ist es am besten, wenn Salzburg Meister wird. Aber das ist nie so leicht. Das habe ich immer wieder gesagt. Die letzten 6 Jahre ist es uns immer gelungen. Aber es war nicht immer so klar. Also da waren auch Saisonen, wo wir im Herbst oder im Winter nicht an erster Stelle waren. Also es ist dann am Ende... Im Frühjahr haben wir immer noch einen Zahn zulegen können. Auch heuer spielen wir, finde ich, eine sehr, sehr gute Bundesliga-Saison mit 40 Punkten, noch nie verloren. Ich glaube, die zweitbeste Ausbeute nach dieser Phase der Liga. Also wirklich sehr, sehr stark, aber der LASK ist auch extrem konstant unterwegs und ich glaube, das tut dem österreichischen Fußball auch gut. Aber Meisterschaften sind noch nie gewonnen worden im November, Dezember, sondern dann im April, Mai und darauf werden wir uns dann gut vorbereiten. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, also wenn wir es wirklich schaffen sollten, 7. Mal hintereinander, dann wäre das schon was ganz Außergewöhnliches und das ist unser großes Ziel. Und zum Schluss vielleicht noch eine Frage, welchen Satz möchten Sie am Dienstag kurz vor 21 Uhr gerne sagen? Dass wir ein grandioses Fußballspiel gesehen haben mit einer unglaublichen Stimmung, die es in Salzburg so in dieser Art und Weise noch nie gegeben hat. Und die Emotionen sind auch am Schluss übergeschwappt, weil wir die Sensation wirklich geschafft haben. Und wir können es fast nicht glauben. Und jetzt wird gefeiert. Da hoffen wir natürlich, dass dieser Satz kommt. Christoph Freund, ich sage danke fürs Kommen, dass Sie ins Studio der Salzburger Nachrichten gekommen sind. Aber meine lieben SN-Leserinnen und Leser, Sie können natürlich bei diesem Spiel indirekt dabei sein. Auf SN.at gibt es am Dienstag den ganzen Tag natürlich den Live-Ticker, den beliebten Live-Blog. Und wir freuen uns natürlich auf dieses Spiel und ab heute heißt es Daumen drücken.